So, meine Freunde, ich bin jetzt erstmal hier eine Kamera kaufen, weil bringt ja nichts, dass wir jede Woche eine Kamera ausleihen müssen. Ich habe die Kamera natürlich schon vorbestellt, weil die ist ein Renner. Deswegen investiere ich jetzt einmal in eine richtig geile Kamera. Dann haben wir auch Ruhe und können Vollgas geben. Mal gucken, wie die Kamera so ist. So, Freunde, ich bin wieder raus aus dem Laden. Es ist eine Canon EOS 5D geworden. Ich bin gespannt. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind. Das können ja nur richtig geile Videos werden. Manu, was ist denn los? Ich sollte jetzt hier hinkommen. Was ist denn? Du hast dich so angehört, als wenn es irgendwie voll dringend wäre, irgendwas passiert ist. Was ist los? Ich habe eine Überraschung. So wie ich wieder sehe, hast du wieder eine Kamera ausgeliehen. Ja, natürlich, müssen wir doch. Reicht jetzt. Jede Woche nimm mal eine Kamera ausleihen. Wohin? Ach Quatsch. Ich habe eine Überraschung. Guck mal, was ich Schönes besorgt habe. Was? Geil? Geil oder die geil? Die hast du nicht gekauft. Ja? Hat der nicht gekauft. Geil oder geil? Ach, die ist doch da jetzt nicht drin, du verarschst mich. Ist April schon vorbei? Ja. Nee, noch nicht. Geil oder geil? Alter Manu, jetzt hast du aber einen rausgehauen. Jetzt brauchen wir nicht jede Woche eine Kamera besorgen. Jetzt haben wir eine für immer. Jetzt können wir richtig abreißen. Die müssen wir direkt mal ausprobieren. Manu, die Kamera ist der Hammer. Die ist, boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe voll Bock, jetzt irgendwas zu drehen. Lass mal irgendwie ein geiles Video drehen oder so. Ja, du bist ja nicht umsonst hingekommen. Ach so. Deswegen werden wir jetzt direkt ein geiles Video mit dem Chris starten. Was hältst du davon? Ja, okay, bin dabei. Komm. Ja. Ja, mein Name ist Uwe, ich bin 55 Jahre alt. Ich hatte damals 1994 einen Arbeitsunfall. Mit 30 ist mir das passiert, ist jetzt 25 Jahre her. Seitdem habe ich einen inkompletten Querschnitt. Dieses Video ist für mich ganz besonders. Vor circa 6 Monaten bin ich nach Bochum gekommen, nach Viva. Und da habe ich den Uwe kennengelernt. Und ich wusste bis dato auch nicht, wie das sein kann, wie es ist, wenn man im Rollstuhl sitzt. War alles für mich Neuland, aber bin dann auch mit Uwe recht schnell in Kontakt gekommen. Wir haben uns auch direkt verstanden und ich habe dann auch versucht, den Trainingsplan natürlich mal anders zu gestalten, wie sonst üblich. Ja, wie man weiß, ne? Fressen können sie alle, aber wir müssen auch was für den Bauch tun, ne Uwe? Ja, genau. Ja, ist so.